Machst du das wegen der Fitness halt auch aus Spaß oder ist es auch, dass du halt gucken musst, dass immer auf Fotos alles im rechten Winkel ist? Also prinzipiell ist es so, dass ich es wegen mir mache. Natürlich wird von Fotografen natürlich auch bevorzugt, wenn das Model nicht allzu viel gefotoshoppt werden muss. Also, aber schon eher wegen mir. Hat natürlich seine Vorteile auch beim Modeln dann, aber also das ist jetzt kein Grund, dass ich jetzt Sport mache. Ja, wie lange machst du das schon mit dem Model? 4 Jahre. Jahre, auch so, auch schon eine längere Zeit, ne? Ja, am Anfang war es eher so mal Larifari, hat mich mal einer auf der Straße angesprochen. Ja, und das hat dann alles so seinen Lauf genommen. Das ging bei mir auch ganz seltsamerweise echt schnell, dass ich dann auch gleich Aufträge gekriegt habe und auch mehr gefragt worden bin, wie bei anderen. Ich kenne ein paar Mädels, die haben ein bisschen Probleme damit, irgendwie Aufträge an Land zu ziehen. Gerade weil der Markt halt auch überflutet wird von ach so tollen Models, Ja. ist es halt auch echt schwierig geworden. Ja. Ja. Wie fing das bei dir genau an? Du wurdest angesprochen und dann hast du ein Shooting gemacht, oder? Dann hatte ich ein Shooting in Ulm an der Stadtmauer, an der Donau. Okay. War mein erstes Shooting, gleich in der Menschenmenge, gleich alle geklotzt, gell? Ich so, nee, nee, nee. Ja. War das da auch ein bisschen freizügiger oder warst du noch normal? Noch normal. Ja. Aber auch schon wahrscheinlich mit relativ vielen Tattoos dann. Relativ, nicht so sichtbar wie jetzt. Da war jetzt nur der rechte Arm tätowiert und der ganze Rücken. Ja, Und halt unter an der wahrscheinlich nicht Seite so. das runter. Aber es war jetzt nicht so offensichtlich wie jetzt. Ja. Hast du Ja. bewusst erst die rechte Seite tätowieren lassen, oder? Eigentlich war es so geplant, dass erst komplett die rechte Seite. Eigentlich. Ja. Ja. Eigentlich. Ja, wie das halt immer so ist, ne? Die Sucht nimmt Ja, überhand. das hat sich ganz schnell herauskristallisiert, dass das nicht nur bei rechts bleibt. Wie lange ist das her, dass du dein erstes hast stechen lassen? Wann war Also mein das? erstes war genau mit 18. Aber in der Öffentlichkeit, also wenn du zum Beispiel einkaufen gehst oder so, ist es auch oft, dass du da negative oder sogar vielleicht auch sehr positive Reaktionen hast? Wie ist es Also da? negative Erfahrungen hatte ich jetzt eher gesagt nur 2 Stück und Was sonst waren das? eigentlich durchweg gut. Sehr cool. Einzige Tabu ist Gesicht. Ja. Also das ist absolute Tabu, dass ich da jetzt hier mit so was weiß ich was ankomme. Finde, das ist das neue Arschgeweih. Wie es Arschgeweih wird es in 5 Jahren absolut wieder out sein. So, und dann hast du es halt, ist meine Meinung. Und dann hast du es halt im Gesicht und ja, was machst du dann? Stimmte, die dir besonders viel bedeuten oder so? Ja klar, hier der Fußabdruck von meiner Tochter, Kussmund von meiner Mutter. Dann habe ich hier am Hals, bin ich noch mit pinken Haaren. Ach krass. Was sagen denn zum Beispiel die Eltern von den Spielkameraden von deiner Tochter? Gibt es da auch irgendwen, der irgendwie querschießt?